Ja, wir haben Anruf gekriegt vom Gefängnisinsassen, der hier einsitzt. Ja, der hat wohl massive Probleme und da ich mich ja damit auch ein bisschen auskenne, wissen natürlich, wie das ist, wenn da noch andere Jungs drin sind, die höhere Strafen haben und massivere Dinge gemacht haben. Wir haben mit der Geschäftsleitung von dem Gefängnis abgesprochen, wir können ihm helfen, denn ich denke mal, auch die Jungs haben das verdient, dass man ihnen nicht so auf den Sack geht und wenn das andere tun, die müssen vielleicht mehr Kraft haben, dann kommt halt einer, der noch kräftiger ist und hilft mal. Schönen guten Tag, Sam 1. Hallo. Stahl, mein Tag. Direktor Stahl. Wir haben telefoniert. Hallo. Meine Mitarbeiter. Christopher, hallo. So, Herr 1. So, wenn ich das jetzt hier, gibt es bestimmt tausend andere schöne Orte, an denen wir das jetzt besprechen könnten. Aber das hat ja auch einen Grund, dass Sie hier drin sind. Daraus hoffe ich, lernen Sie natürlich auch für die Zukunft. Aber es muss natürlich nicht noch schlimmer sein. Also, was haben Sie für Probleme? Wer oder was macht Ihnen hier Stress? Wie können wir Ihnen helfen? Also, es gibt einen Gefängnisinsassenfall. Der bedroht mich. Der sagt, ich soll Drogen schmuggeln für ihn. Bis jetzt konnte ich mich dem Ganzen auch immer ganz gut widersetzen. Er hat mich bis jetzt verbal bedroht, hat mich auch körperlich unter Druck gesetzt. Aber, hat sie geschlagen? Ja, hat er schon. Geschlagen. Okay, wenn ich also höre, wir sind jetzt hier unter uns, kein Polizist, kein Beamter drin. Haben Sie schon für ihn Drogen gedealt? Ich belüge Sie. Nein, ich habe wirklich keine Drogen gedealt. Okay. Ich will so eine Scheiße auch nicht mehr machen. Ich bin nicht ohne Grund hier. Okay. Das Problem an der ganzen Sache ist, und das macht mir auch richtig Angst, mittlerweile bedroht er meine Familie. Und er sagt, dass er meiner Frau und meinen Kindern was antun will. Ja. Sagt er Ihnen das nur oder war schon mal Ihre Frau? Nein, Ihre Frau schon Probleme gehabt? Nein. Die soll auch von dem Ganzen nichts erfahren. Okay, ganz wichtig für mich persönlich. Wie viele Kinder haben Sie und wie alt sind Sie? Ich habe nur ein Kind und das ist 5 Monate alt. Okay, das ist ja für den Anfang schon mal nicht schlecht, ja. Aber das ist ja noch ein Baby. Ich meine, wenn ich schon so weit gehe und also Drohung ausspreche, ist das schon heiß. Aber bisher waren Sie noch nicht dabei. Nein, natürlich nicht. Mit dem Typen ist ja auch nicht zu scherzen. Ich meine, der sitzt nicht ohne Grund hier im Knast. Wegen was sitzt er denn? Ja, Drogenschmuggel und schwere Körperverletzungen. Was mich mal interessieren würde, wegen was sitzen Sie eigentlich hier? Kreditkartenbetrug. Das heißt, ich habe 8 Monate aufgebrummt gekriegt. Jetzt noch wie lange? Ich habe nur noch 2 Monate jetzt, okay, die ich abzusitzen habe. Okay. Und ich möchte mir auch nichts weiter zu Schulden kommen lassen. Wie sieht das aus? Haben Sie die Gefängnisleitung informiert oder weiß die Polizei schon Bescheid? Na klar, ich habe denen sofort Bescheid gegeben gehabt. Aber ich habe keine Zeugen, ich habe keine Beweise. Was soll ich denn weitermachen? Die können ja auch nichts machen. Hm. Die Polizei, denen sind auch die Hände gebunden. Ganz wichtig ist, auf gar keinen Fall lassen Sie sich mit den Typen ein. Wir kümmern uns jetzt darum und wir sehen, wie wir Ihnen helfen können. Versprechen Sie mir bitte nur eins. Passen Sie bitte auf meine Familie auf. Und vielleicht können Sie ja noch irgendwelche Hintermänner ausfindig machen. Mir ist nur wichtig, dass meiner Familie nichts passiert. Ja, nachdem wir mit meinem Mandanten da gequatscht haben, musste ich natürlich die Geschäftsleitung auch noch ein bisschen befragen zu dem Fight. Denn ich musste wissen, was ist das für ein Typ? Jetzt habe ich gehört, ja, okay, der ist ein schwerer Junge, damit habe ich ja mein Lebtag zu tun. Ja, der hat wohl Körperverletzungen, Drogendelikte. Ja, und da scheint auch irgendwelche Kontakte zu einer Rockergang zu sein, mit der er da wohl Kontakt hat. Das könnte natürlich dann schon irgendwie alle zusammenpassen hier, mit dem Deal da drin und da draußen. Aber genau, das werden wir jetzt erstmal in der Base uns zusammenknüpfen und ein paar Kontakte spielen lassen, was herauskriegen. Und sollte natürlich wirklich die Familie und vor allem das Kind da in Gefahr sein, dann muss ich der persönlich Personenschutz machen, denn nur weil der hier Scheiße gebaut hat, kann es nicht sein, dass seine Frau und sein Kind darunter leiden. Vermutlich ist das die Kneipe von Lasse. Der ist als Rocker bekannt, hat wohl auch seine Finger in irgendwelchen dubiosen Geschäften drin. Das ist jetzt die erste heiße Spur, der wir nachgehen, weil der Veit hat mal für ihn gearbeitet. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der da irgendwo noch seine Finger mit im Spiel hat. Und jetzt warten wir mal ab. Guck mal, da kommt er schon. Warte mal hier. Das ist der? Ja, das ist der. Er macht jetzt den Laden auf. Ja, jetzt ist er schon mal da. Das ist eigentlich für uns die wichtigste Person. Am besten wäre es ja wirklich, man könnte irgendwie da reingucken, aber die Fenster sehen so dunkel aus, da siehst du bestimmt nichts. Naja,
meinst du? Ich weiß es nicht. Außerdem sieht das ein bisschen auffällig aus, wenn ich da am Fenster rumhänge. Gehst du was trinken oder so vielleicht? Ja, wäre eine Idee. Guck mal, da kommen noch so zwei Rocker-Typen. Siehst du die? Ja. Haben die auch was mit dem zu tun, oder? Ich glaube, die wollen da nur vorbei. Nee, nee. Guck mal, Tatsache. Siehst du, richtigen Riecher wir gehabt. Die gehören dazu. Ja, geil. Und jetzt? Pass mal auf, geh doch einfach mal rein. Was trinken ist bescheuert, glaube ich. Carsten hat da die neue Kamera. Frag du mal irgendwie, weiß ich nicht, du musst ganz nötig auf Toilette jetzt. Ja, gib mal her. Guck mal, da ist eine Kamera drin an der Seite. Das ist ja das Neue, was wir jetzt haben. Ja, ich brauche demnächst wieder einen neuen Auspuff und so. Und nee, wir kicken mal die Karre abholen, dann ist das gut. Hey, was machst du denn hier? Halt, Lonke, hier ist geschlossene Gesellschaft. Was ist jetzt hier? Die sind ja ganz schön aggressiv, die Jungs hier, ne? Ja, der Chris wurde jetzt hochkant rausgeschmissen. Anscheinend haben die da irgendeine Besprechung. Für uns natürlich gut. Ich bin froh, dass er noch die Kamera da abstellen konnte mit der Zigarettenschachtel. Für uns vielleicht das Glück, dass wir Informationen rauskriegen. Junge, 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 sind die aggressiv da drin. Aber hochkant, wa? Gerade gesehen, wie der mich rausgeschmissen hat. Ich weiß nicht, wann wir die Karre abholen. Wissen wir, ich will sie jetzt langsam haben. Ja, glaube ich dir. Ich will sie fahren. Ja. Aber ey, Spaß mal beiseite. Karre ist die eine Geschichte. Was mit unserer Kohle, oder? Kohle. Komm. Leute, ihr seid besten fürs Grobe. Ich hab's gut, dass ich euch hab. Ohne euch will ich alles gar nicht schaffen. Kohle kriegt ihr. Hast du was mal korrekt zu uns? Ja. Wir können nicht sagen, ich will die Kohle haben. Klar, Leute. Und, logisch. Logisch. Sollt ihr auch erstmal haben, eure Knete für den letzten Job. Guck mal, die tauschen sich da richtig die dicken Scheine aus. Der bezahlt die Jungs da. Hier hast du 100. Gut. Hier hast du noch mal 100. Gut. Hier hast du noch mal 100. Gut. Und hier hast du noch 50. Alles klar. Ne? Logge, du das Gleiche für den letzten Job. 100. Ja. 200. Ja. 300. 350. Sag mal, das ist mal eine ganz andere Geschichte. Gut, dass ich euch hab. Moment, Kohletechnik. Du, ich habe in nächster Zeit noch ein ganz großes Ding. Da gibt es wahrscheinlich mehr. Haltet euch bereit, ich rufe euch an. Was gibt's denn? Wisst ihr das? Das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen, Leute. Er hat ja wahrscheinlich schon wieder den nächsten Auftrag. Ja, wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Ne? Das liegt ja nah. Irgendwie. Ach, scheiße, ich muss jetzt das Ding da drin lassen. Oh, warte mal. Hat er das? Nee, hat er nicht. Hat er weggeschmissen. Ich dachte, wir sind gerade aufgeflogen, aber er hat die Kamera doch tatsächlich nur in den Müll geschmissen. Aber gut, dass du auch nicht erwischt wurdest, weil ich weiß nicht, was sie machen würden mit uns, wenn die das rauskriegen würden, was wir hier hinter dem Rücken machen. Ne? Ja, pass auf, dann rufe ich jetzt sofort den Carsten an und dann fragen wir ihn, wie wir jetzt weitermachen. Ja. Okay. Und ich gehe auch davon aus, dass der eine größere Lieferung erwartet und die verteilen will. Also, pass auf, dann bleibt, macht jetzt eins, kommt jetzt einfach mal zu mir und dann werden wir mal sehen, wie die sich verhalten. Ja, denn irgendwas stinkt hier und das will ich gemeinsam. Okay. Ja, gut, dann fahren wir jetzt direkt zu dir los. Gut. Alles klar. Bis gleich. Gleich. Tschüss. Ja, gut, komm, dann lass uns sofort losfahren. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Frau Heinz. Der Carsten macht ja da seit einigen Tagen Personenschutz, was auch gut so ist, ne? Nicht, dass noch irgendwas passiert. Wir werden jetzt dahin fahren, werden alles weitere besprechen, nochmal persönlich, was haben wir gesehen, was hat er gesehen und dann werden wir mal gemeinsam überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Da ist Carsten schon. Ja, siehst du, ist hier die Straße. Fahr doch hier ran, ey. Ich fahr hier kurz drauf. Hi, Chef. Hi. Erzählt. Also hier waren zwei Leute mit Motorrad. Ja. Bei euch? Da in der Kneipe. Pass auf, ich bin in die Kneipe von dem Lasse reingegangen. Ja. Da waren zu dritt da drin. Ja. Sprich, da waren noch zwei Rocker, die haben wir vorher reingehen sehen. Und der Lasse hat mich innerhalb von kürzester Zeit hat er mich hochkant rausgeschmissen. Richtig ruppig, richtig. Und meine Kamera im Arsch. Ja, deine Kamera ist nicht im Arsch, die hat er weggeschmissen. Aber wir haben gute Informationen. Also die scheinen da irgendeinen neuen Auftrag zu planen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem vom Auftraggeber zusammenhängt. Sieht stark danach aus. Ja. Aber das ergibt jetzt doch für mich erstmal ein richtiges Bild. Weil ich bin sowieso der Meinung, die planen da irgendein großes Ding. Der wird eine Menge Zeug bekommen und die will er natürlich schon verticken. Das ist mit Sicherheit noch nicht der einzige Knast, den der beliefert. Der hat einen Ring und der sucht sich schwache Leute. Und so einer ist unser Mandant. Ein schwacher Typ, der da wieder raus will und deswegen. Ja. Versucht er diesen Druck auszuüben. Richtig. Also, wir bleiben jetzt an der Nummer dran. Wir müssen unbedingt erkennen, was hier los ist. Ich sag mal, diese ganze Scheiße mit den ganzen Kuttenträgern da, keine Ahnung. Naja. Aber das passt.
Das sind wieder Motorräder. Achtung. Ja, ich sehe. Und? Das sind die. Komm, jetzt halt die von der Tür. Das sind die beiden, die wir guck mal, das ist eine ganz klare Drohgebärde. Ihr bleibt da dran, verfolgt mir die Schweine. Ihr wisst, wo die hinfahren. Ich bleib hier und sichere weiter. Alles klar. Schnappt zu euch, wir brauchen den Kopf der Bande, sonst bringt das gar nichts. Okay, bleibt dran, okay. Wir sind jetzt hier irgendwo mitten auf der Landstraße gelandet. Wir verfolgen die jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich hoffe, dass die uns, weiß ich nicht, entweder zum Auftraggeber führen. Vielleicht haben die nur einen Auftrag. Wir haben keinen blassen Schimmer. Ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwelche Informationen rauskriegen, was die vorhaben. Scheiße. Fuck. Was ist das denn? Jetzt kommen wir hier nicht vorbei. Die haben uns hundertprozentig gesehen. Scheiße, Mann. Ja, leider sind die jetzt hier irgendwo reingefahren, wo wir definitiv nicht nachfahren können mit dem Auto. Wir werden jetzt zurück zum Carsten fahren, der da Personenschutz immer noch abgibt. Und ihm das erstmal beichten müssen, dass wir nicht weiter folgen konnten. Der wird natürlich, denke ich, nicht begeistert davon sein. Ich auch nicht. Verdammt nochmal. Ja, die Sonnenbrille darf ich mitnehmen, auch wenn da drin keine Sonne scheint. Ich weiß, Chef. Das muss alles sein, ja. Alles klar. Ihr macht nur euren Job. Jetzt machen wir unseren. So, hier ist er drin. Naja, wo soll dieser da gerufen? Oh, er putzt. Hallo. Fleißig, Herr Heinz. Moin. Hallo. Oi. Was ist denn mit ihm passiert? Wer hat Ihnen denn die Meinung hier? Wie sieht denn Ihr Gesicht aus? Ja, schon wieder dieser Knutsch Fall, aus, dieser gemeingefährliche. Der hat mich schon das zweite Mal jetzt gepackt, ey. Und hat ihm sich die gleiche Nummer, er will sie dazu zwingen, dass sie für ihn dealen. Ja, genau. Alles klar. Diesmal ist ein kleines Problem dazu gekommen. Was noch? Ja, er hat mir ein Ultimatum gesetzt, bis morgen 15 Uhr. Was soll passieren? Ja, wenn ich bis dahin nicht seine Drogen verticke, dann kriege ich ein Riesenproblem, dann schnappt er sich meinen Sohn und tut ihm genau dasselbe an wie mir. Herr Heinz, wir wollen jetzt hier eins, Ihre Familie schützen und Sie schützen, denn Sie soll die Scheiße nicht anrühren, das möchte ich nicht. Aber dazu müssen wir Ihre Frau einweihen, denn ich kann ihr nur Personenschutz geben, wenn sie mich an sich ranlässt, dass ich auf sie aufpassen kann. Ey, das geht nicht, das doch, geht sie nicht. Sie muss Bescheid. Ja, doch, nein, wirklich. Ich hab tierischen Schiss, ich hab die Scheiße, das ist alles klar, aber das ist ein gemeingefährlicher Typ. Herr Heinz, jetzt hören Sie mir ganz genau zu. Sie haben den Fehler gemacht, Scheiße zu bauen, haben sich hier hinbegeben und damit sind Sie mit diesen Leuten in Kontakt gekommen. Sie haben sich die Scheiße selbst eingebrüht, dass Sie hier drin sind. Und ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mir Ihnen helfen lassen. Ihre Frau wird jetzt eingeweiht, denn ich muss ihr Schutz geben können, vor allem ihrem kleinen Kind. Also, wir machen jetzt eins, wir weihen ihre Frau ein und dann wird ein schöner Schlachtplan ausgearbeitet. Ich denke mal, wir machen das einfach so, wir werden den Kinderwagen leer lassen. Sie werden nicht darauf einwilligen, was die von Ihnen fordern, damit wir denen eine Falle stellen können. Das heißt, der leere Kinderwagen schiebt Ihre Frau, die schiebt ihn durch den Park, sodass die irgendwie an die Frau dran wollen. Und sobald die an die Frau rangehen wollen, schlagen wir zu. Aber ihr seid in der Nähe. Das Kind wird gar nicht im Kinderwagen liegen. Die wird den Kinderwagen sofort loslassen. Die werden natürlich mit dem Kinderwagen wegrennen, denn dann haben sie das schwächste Glied in der Kette und das wollen sie machen. Ja. Und dann haben wir den Beweis, ihr Kind ist sich niemals in die Fahrt. Ihr Kind wird ganz weit weg sein. Ihre Frau, das schützt sich mit meinem Leben, da können Sie sich sicher sein. Da passiert gar nichts. Und dann haben wir die Beweise und dann lassen wir die Falle zuschnappen, dann schnappen wir uns die ganze Kette. Das ist mir ganz egal. Aber jetzt müssen Sie einfach mal mit zusammenreißen, Ihre Frau anrufen und dann klären wir die Nummer hier. Ja, der Verdacht hat sich auf jeden Fall erhärtet. Also man sieht ja, wie der Junge aussieht. Der hat noch von dem Fight richtig eins übergekriegt und hat jetzt noch den Druck erhöht bekommen, dass wenn bis morgen 15 Uhr nichts passiert, also wenn er da nicht zustimmt, dann... Wenn Sie dem Kind was antun und das geht auf jeden Fall gar nicht. Wir müssen schnellstmöglich handeln. Ist bei dir alles in Ordnung da hinten? Ist soweit alles ruhig, also ich sehe noch keinen. Ja, mittlerweile ist es hier schon fast 3 Stunden vergangen, wo wir hier Personenschutz machen. Wir passen wirklich auf, dass hier nichts passiert. Ja, aber keine Ahnung, ob das bloß ein Bluff war, aber die haben ja natürlich für heute angedroht, dass irgendwas passiert. Und ob es jetzt wirklich dazu kommt, werden wir gleich sehen. Ey, hallo, da kommt ein Jogger, ja? Guck mal bitte, nicht, Chris, dass der dazugehört. Da kommt ein Jogger, der läuft genau auf unsere Zielperson zu. Achtung, ich spreche sie an. Aber der scheint nur nach der Uhrzeit zu fragen. Okay. Alles klar, falscher Alarm. Da kommt jemand.
Der hat eine Bikerjacke an und ein Kopftuch auf. Da kommt noch mal ein Jogger, allerdings läuft der mit Bikerklamotten. Das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Das könnte unsere Nummer hier sein. Achtung. Von der anderen Seite kommt auch einer. Das ist die Falle, das ist die Falle. Achtung. Hilfe! Hilfe! Hey, was denn? Was denn? Was soll denn jetzt hier werden? Hä? Was denn? Komm mal los, komm her! Komm, 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 alles dort hier, das ist deine. Lauf! Komm her, Luca, komm her. Sie bleiben hier. Komm, komm, komm. Geh da mal hier. Warte, 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 warte. Hey! Hey! Scheiße! Mach mit Pünktchen spielen, oder? Mit Pünktchen spielen, oder? Komm her. Komm her. Ja, komm her. Los, komm her. Komm her. Das war deine Chance. Radikal! Bitte! Gib mir deine Hand! Gib mir deine Hand! Hast du ihn gehört? Werde ich nicht, Junge! Was soll die Scheiße? Halt dein Maul! Was soll die Scheiße hier? Lass dich! Mit Hübschen nicht, Junge! War doch meine Freundin! Was soll die Scheiße? Halt dich fest! Chris, bring ihn her! Unser Fall hat hier wirklich zugeschnappt. Ich meine, wir waren doch vorbereitet und haben den Kinderwagen präpariert mit der Puppe. Aber ganz ehrlich, die wollten wirklich das Kind entführen. Es ist echt eine harte Nummer. Ich bin zufrieden, dass wir das vereiteln konnten.